Stell dir vor, auf deiner Lebensreise wirst du von einer mächtigen himmlischen Präsenz begleitet. Ein Erzengel, speziell dir zugeordnet, wacht über dich mit Führung, Schutz und unermesslicher Weisheit. Wie wäre es, wenn ich dir sage, dass ein solcher Führer tatsächlich existiert und auf dich wartet, um enthüllt zu werden? Dein Geburtsmonat hält den Schlüssel zur Entdeckung dieses göttlichen Wächters. Bleib dran bis zum Schluss, um herauszufinden, welcher Erzengel dich begleitet und wie er dein Dasein auf Erden bereichern und erleuchten kann. Eine Reise voller Geheimnisse und Erkenntnisse erwartet dich. Werde ein leuchtendes Mitglied unserer Familie, indem du unseren Kanal abonnierst. So stellst du sicher, dass du keine unserer wichtigen Botschaften verpasst. Unsere Inhalte sind wie Leuchtfeuer, die dir auf deinem spirituellen Pfad Orientierung bieten. Mit jedem Podcast, den wir teilen, entfalten sich neue Einsichten und Inspirationen, die dein Bewusstsein erweitern und dein inneres Licht stärken. Abonniere jetzt, um stets verbunden zu bleiben und Teil einer Gemeinschaft zu sein, die gemeinsam auf der Reise zur Erleuchtung ist. Dein Weg zu tieferem Wissen und spiritueller Harmonie beginnt hier mit uns. Wir freuen uns darauf, dich in unserer Lichtfamilie willkommen zu heißen. Bereite dich vor auf eine aufregende Entdeckung, die dein spirituelles Verständnis auf eine ganz neue Ebene heben wird. Jeder von uns hat einen himmlischen Begleiter, einen Engel, der uns speziell zugeordnet ist, basierend auf unserem Geburtsmonat. Stell dir vor, dass seit deiner Geburt ein mächtiger Engel an deiner Seite steht, bereit, dich zu schützen, zu führen und dir beizustehen. Aber wer ist dieser geheimnisvolle Wächter und was genau tut er für dich? Gleich wirst du erfahren, welcher Engel dich durch dein Leben begleitet. Du wirst verstehen, welche einzigartigen Gaben und Unterstützungen er dir bietet, wie er dir in schwierigen Zeiten zur Seite steht und wie er dir hilft, deine inneren Stärken zu entfalten. Diese Enthüllung ist nicht nur eine bloße Information. Sie ist eine Einladung, eine tiefere Verbindung zu deinem himmlischen Begleiter zu knüpfen und die wundervollen Möglichkeiten zu erkunden, die sich dadurch in deinem Leben eröffnen. Bleib also gespannt dabei, denn das, was du gleich erfahren wirst, könnte deine Sicht auf dich selbst und die Welt um dich herum verändern. Dein himmlischer Begleiter wartet darauf, dir seine Weisheit und seine Kraft zu offenbaren. So lass uns die erstaunliche Reise jetzt gemeinsam beginnen. Januar, Erzengel Gabriel. Begrüße den Januar, eine Zeit, in der die Welt mit frischen Hoffnungen und neuen Anfängen erwacht. Eine Zeit, die perfekt in Einklang steht mit der Präsenz des Erzengels Gabriel. Gabriel bekannt als der göttliche Bote und Verkünder großer Veränderungen, ist der Hüter dieses Neubeginns. Seine Energie bringt nicht nur Klarheit und Inspiration, sondern spiegelt auch den Geist des Januars wider, der voller Vorsätze und ehrgeiziger Bestrebungen ist. Stell dir vor, wie Gabriel mit seiner mächtigen, beruhigenden Präsenz als göttlicher Kommunikator fungiert. Seine Rolle resoniert tief mit dem Bedürfnis nach klaren Zielen und Absichtserklärungen zu Beginn des neuen Jahres. Gabriels transformative Energie weckt in uns die Fähigkeit zur Anpassung und zur Innovation, ermutigt uns, alte Muster hinter uns zu lassen und mutig neue Wege zu beschreiten. Für dich, geboren im Januar, bedeutet Gabriels Einfluss, einen mächtigen Verbündeten in deinem Leben zu haben. Er fördert deine Bereitschaft, sich auf lebensverändernde Phasen einzulassen und unterstützt dich darin, mit Mut und Kreativität neue Gebiete zu erkunden. Stell dir vor, wie Gabriel an deiner Seite steht, dich mit einer Flut von Inspiration
und Erkenntnis erfüllt und dich dazu anspornt, deine Träume mit Zuversicht zu verfolgen. Februar, Erzengel Samuel. Im Herzen des Februars mit dem Valentinstag als funkelndem Juwel verbinden wir uns sehr gerne mit Samuel, dem Erzengel der Liebe und des Mitgefühls. Er ist der himmlische Führer, der die Fäden der Liebe webt und die Flamme der Selbstliebe in unseren Herzen entzündet. Sein Einfluss reicht weit über die Grenzen der romantischen Liebe hinaus, indem er Harmonie in all unsere Beziehungen fördert und uns lehrt, die Kunst der Selbstliebe zu meistern, ein Schlüssel zu wahrem inneren Frieden. Für dich, geboren im Februar, ist Samuel mehr als nur ein Begleiter. Er ist ein Leitstern am Himmel deiner emotionalen Landschaft. Er erhält den Weg zur emotionalen Intelligenz, öffnet die Türen zu tiefem Verständnis und leitet dich behutsam durch den Prozess der Heilung, selbst wenn die stärksten Bande einmal gebrochen scheinen. Samuel ist wie ein sanfter, aber kraftvoller Wind, der Verständnis und Mitgefühl in deine Welt hineinweht und fördert ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und emotionaler Erfüllung. März, Erzengel Ariel. Wenn der Frühling seine ersten zarten Knospen öffnet und die Welt in einem neuen, lebendigen Licht erstrahlt, begleitet uns Erzengel Ariel durch den März, eine Zeit der Erneuerung und des Erwachens. Ariel, der Hüter der Erde und ihrer vielfältigen Kreaturen, umarmt diesen Monat mit einer besonderen Energie, die perfekt zur Pracht des Frühlings passt. Für dich im März geboren, ist Ariel ein kraftvoller Verbündeter. Er erweckt in dir eine tiefe Wertschätzung für die natürliche Welt, inspiriert dich zum Schutz unserer kostbaren Erde und stärkt in dir den Geist des Abenteuers. Wie die frischen Triebe, die sich mutig durch den noch kühlen Boden kämpfen, so ermutigt Ariel dich auch, mutig und abenteuerlustig zu sein, getragen von der erneuernden Kraft des Frühlings. April, Erzengel Metatron. Inmitten der tiefen Symbolik der Osterzeit, die Wiedergeburt und Transformation verkörpert, steht Erzengel Metatron als mächtiger Wächter des Aprils. Metatron, bekannt als Führer durch Lebensveränderungen und spirituelle Transformationen, bringt eine Energie mit sich, die perfekt zur Essenz des Aprils passt. Einer Zeit, in der die Natur selbst ein Schauspiel der Erneuerung und des Neubeginns darbietet. Für dich geboren, im Zeichen dieses dynamischen Monats April, ist Metatron ein spiritueller Leitstern. Sein Einfluss bereitet dich darauf vor, bedeutende Lebensübergänge mit Anmut und Stärke zu meistern. Er verkörpert den Geist der Erneuerung, inspiriert persönliches Wachstum und fördert eine fortwährende Entwicklung deines inneren Selbstes. Mai, Erzengel Raphael. Im Mai, wenn die Natur in voller Blüte steht, ein Kaleidoskop an Farben und Düften entfaltet, tritt Erzengel Raphael, der göttliche Heiler, in den Vordergrund. Raphael, dessen Energien tief mit Heilung und Erneuerung verwoben sind, ist der perfekte Begleiter für diesen Monat der blühenden Vitalität und des lebensbejahenden Wachstums. Für dich, der du im Mai geboren wurdest, ist Raphael eine Quelle der Heilkraft und des emotionalen Gleichgewichts. Seine Präsenz in deinem Leben ist wie ein sanfter,
aber kraftvoller Strom der Erneuerung, der körperliches und seelisches Wohlbefinden fördert. Stell dir vor, wie Raphaels heilende Energien dich umgeben, dich durchdringen und eine Aura der Gesundheit und des Wohlergehens in dir und um dich herum entfachen. Juni, Erzengel Zadkiel. Wenn der Juni den Beginn des üppigen Sommers markiert, ist es Erzengel Zadkiel, der Engel der Barmherzigkeit, dessen Energien harmonisch in diesem Monat der Transformation und des Wachstums resonieren. Zadkiel, bekannt für seine sanfte, vergebende Natur, bringt eine tiefe Welle der Barmherzigkeit und des Verständnisses, die sich perfekt in den warmen, sonnigen Tagen des Junis widerspiegelt. Für dich im Juni geboren, ist Zadkiels Präsenz in deinem Leben ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Seine Energie nährt in dir eine vergebende Natur und die außergewöhnliche Fähigkeit zur persönlichen Verwandlung. Eigenschaften, die die saisonale Veränderung und das Erblühen des Lebens im Juni widerspiegeln. Stelle dir vor, wie Zadkiels Einfluss dich umgibt, dich trägt und dir hilft, die Kraft der Vergebung und des Mitgefühls zu entdecken und zu kultivieren. Unter seiner sanften Führung lernst du, alte Wunden zu heilen und Konflikte mit deinem Herzen voller Barmherzigkeit zu lösen. Zadkiel lehrt dich, wie du diese Qualitäten nicht nur in deinem eigenen Leben, sondern auch im Leben anderer wirksam machen kannst. Juli, Erzengel Michael. Im Juli spüren wir die Präsenz von Erzengel Michael, dem Beschützer und furchtlosen spirituellen Krieger. Michaels schützende Energie ist wie ein leuchtender Schild, der die im Juli Geborenen umgibt, ihnen den Mut verleiht, standhaft für ihre Überzeugungen einzutreten und ihre innere Stärke voll zu entfalten. Stell dir vor, wie Michael mit seinem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn dir als im Juli Geborenem eine besondere Kraft verleiht. Er nährt in dir einen kraftvollen Geist der Widerstandsfähigkeit, der es dir ermöglicht, Herausforderungen mit Bravour zu begegnen und Hürden mit einem tiefen Gefühl von Selbstvertrauen und Stärke zu überwinden. Unter Michaels Führung entwickelst du ein starkes Rückgrat, das dir hilft, in schwierigen Zeiten standhaft zu bleiben. Seine Energie inspiriert dich, deine Wahrheit zu sprechen und mutig für das einzustehen, was für dich richtig ist. Er ist ein Symbol der Unabhängigkeit und des Mutes, das perfekt zu der Energie des Julis passt, einem Monat, der die Freiheit und die Kraft des individuellen Willens feiert. August, Erzengel Raziel. In den warmen, mystischen Nächten des Augusts entfaltet sich eine besondere Verbindung zu Erzengel Raziel, dem Hüter göttlicher Geheimnisse und Mysterien. Raziel, dessen Präsenz tiefgründig und erhaben ist, passt perfekt zu der geheimnisvollen Aura dieses Monats, der zum Erforschen des Unbekannten und zur spirituellen Vertiefung einlädt. Für dich im August geboren bedeutet Raziels Einfluss eine natürliche Neigung zu spirituellem Wachstum und eine tiefe Faszination für das Entschlüsseln der Geheimnisse des Lebens. Unter seinem Einfluss fühlst du dich vielleicht unwiderstehlich zu den verborgenen Wahrheiten und den tiefen Mysterien des Universums hingezogen. Ähnlich wie der August selbst, die Neugier weckt und zum Abenteuer des Entdeckens einlädt. Stell dir vor, wie Raziel
mit seinem tiefen Wissen und seiner Weisheit dir als inspirierender Mentor zur Seite steht. Seine Gegenwart in deinem Leben ist wie ein Schlüssel zu verborgenen Türen, öffnet dir den Zugang zu tieferem Verständnis und spiritueller Erkenntnis. Mit Raziel an deiner Seite wirst du ermutigt, über den Horizont des Sichtbaren hinauszublicken und die verborgenen Dimensionen deiner Existenz zu erforschen. September, Erzengel Uriel. In der Zeit des September, wenn die Blätter beginnen sich zu färben und Schüler auf der ganzen Welt sich auf das neue akademische Jahr vorbereiten, steht Erzengel Uriel im Mittelpunkt. Bekannt als das Symbol von Weisheit und Wahrheit, resoniert Uriels Energie perfekt mit dem Geist dieses Monats, der von der Suche nach Wissen und Verstehen geprägt ist. Für dich im September geboren, bedeutet Uriels Einfluss, dass du mit einer besonderen Gabe des Unterscheidungsvermögens und einer angeborenen Neugier gesegnet bist. Diese Eigenschaften führen dich auf einen lebenslangen Pfad des Strebens nach Wissen und tieferem Verständnis. Uriels Präsenz in deinem Leben ist wie ein leuchtender Stern, der dir den Weg zur Erkenntnis und Einsicht weist. Stell dir vor, wie Uriel dich auf deiner Suche nach Wissen begleitet, dir hilft, komplexe Ideen zu entwirren und dir Klarheit in schwierigen Entscheidungen bringt. Unter seiner Führung entwickelst du eine tiefe Liebe zum Lernen und ein beständiges Streben nach Wahrheit in allen Aspekten deines Lebens. Oktober, Erzengel Jophiel. In der magischen Jahreszeit des Oktobers, wenn die Blätter in ein Spektrum lebhafter Farben eintauchen und die Vorfreude auf die kommenden Festlichkeiten wächst, wird die Atmosphäre von der strahlenden Präsenz Erzengel Jophiels durchdrungen. Jophiel, der Engel der Schönheit und Positivität, ist der perfekte Widerschein dieses Monats, in dem die Welt in eine Palette von Gold- und Rottönen erstrahlt. Für dich, geboren im farbenfrohen Oktober, bedeutet Jophiels Einfluss, dass du eine tiefe Wertschätzung für Ästhetik und Schönheit besitzt. Deine positive Ausstrahlung und dein Sinn für Harmonie verkörpern Jophiels strahlende Energie. Er erfüllt dein Leben mit einem Gefühl der Schönheit und des Wohlbefindens, das sich nicht nur auf das Visuelle beschränkt, sondern auch deine innere Welt bereichert. Stell dir vor, wie Jophiel dich inspiriert, die Schönheit in allem um dich herum zu erkennen und zu schätzen. Diese Gegenwart in deinem Leben ist wie ein leuchtender Funke, der deine Kreativität entzündet und dir hilft, die Welt durch eine Linse der Positivität und des Wohlgefallens zu betrachten. November, Erzengel Azrael. In der stillen Tiefe des Novembers, einem Monat, der von der Erinnerung an Verstorbene und dem ehrenden Gedenken geprägt ist, macht sich die beruhigende Präsenz von Erzengel Azrael bemerkbar. Azrael, der Engel der Übergänge und Trostspender in Zeiten des Verlustes, ist eine Quelle der Stärke und Heilung in diesem nachdenklichen Monat. Für dich im November geboren, bedeutet Azraels Einfluss, dass du eine besondere Verbindung zur zyklischen Natur des Lebens hast.
Du besitzt eine natürliche Fähigkeit zur Mitgefühl- und Trostspendung, Eigenschaften, die in diesem Monat des Gedenkens besonders wertvoll sind. Asraels sanfte Energie unterstützt dich dabei, andere in Momenten des Abschieds und der Trauer zu trösten und zu stärken. Stell dir vor, wie Asrael dir hilft, eine tiefere Bedeutung von Leben und Tod zu erkennen und zu verstehen. Unter seiner Führung entwickelst du ein tiefes Verständnis für den ewigen Kreislauf des Lebens, was dir hilft, den Verlust in einem größeren, hoffnungsvollen Kontext zu sehen. Dezember, Erzengel Sandalphon. In der festlichen Atmosphäre des Dezembers, wenn fröhliche Weihnachtslieder und tiefgründige Gebete die Luft erfüllen, ist es Erzengel Sandalphon, der Engel der Musik und des Gebetes, dessen Präsenz in besonderer Weise spürbar wird. Sandalphon, bekannt für seine Verbindung zur himmlischen Musik und spirituellen Kommunikation, passt perfekt in diesen Monat der Freude, des Feierns und der Besinnung. Für dich im Dezember geboren, bedeutet Sandalphons Einfluss, dass du eine natürliche Neigung zu erhöhtem spirituellem Bewusstsein besitzt. Deine Liebe zur Musik und deine Fähigkeit, Freude und guten Willen zu verbreiten, sind Ausdruck von Sandalphons strahlender Energie. Seine Gegenwart in deinem Leben ist wie eine ständige Melodie, die dein Herz erhebt und deine Seele beruhigt. Stell dir vor, wie Sandalphon dir hilft, die Schönheit und Kraft der Musik zu erkennen und zu nutzen, um deine spirituellen Wünsche und Hoffnungen auszudrücken. Unter seiner Führung findest du Trost und Freude in der Harmonie der Klänge und in der Tiefe des Gebets. Obwohl jeder Erzengel traditionell mit einem spezifischen Monat verbunden ist, reicht ihre Führung weit über diese zeitlichen Grenzen hinaus. Ihre kraftvolle und beständige Präsenz ist eine Quelle der Weisheit und Stärke, die dich während deines gesamten Lebens begleitet. Sie sind mehr als nur Hüter eines bestimmten Monats. Sie sind auch zeitlose Begleiter auf deinem Lebensweg, wenn du sie rufst. Denke daran, im großen, vielfältigen Teppich des Lebens bist du niemals allein. Dein Geburtsmonat mag zwar deinen persönlichen Erzengel enthüllen, einen spirituellen Verbündeten, der besonders resoniert mit deiner inneren Natur, doch ihre Unterstützung und Inspiration ist immer da, bereit, dich in allen Lebensphasen zu führen, zu beschützen und zu erhellen. Diese Verbindung zu einem Erzengel ist weit mehr als eine bloße Neugierde. Es ist der Beginn einer tiefen spirituellen Kameradschaft, die deine Reise durch das Leben bereichert. Durch das Verständnis und die Annahme dieser himmlischen Führung öffnest du dich für eine Welt voller tieferer Einsichten, geistiger Stärke und unendlicher Möglichkeiten. Lass dich von der Weisheit und Kraft deines Erzengels leiten und erlebe, wie ihre Präsenz dein Leben in vielfältiger Weise berührt und bereichert. Diese Verbindung ist ein Geschenk, ein leuchtender Stern am Himmel deiner Existenz, der dir immer den Weg weist und dich daran erinnert, dass du ein wertvoller Teil eines größeren, wundersamen Universums bist. Dein Erzengel ist immer für dich da, flüstert sanft Weisheit, umhüllt dich mit Liebe und schubst dich in Richtung deines höchsten Potenzials. Nimm das Göttliche in dir an und begrüße
diese himmlische Partnerschaft. Lass die spirituellen Dimensionen deines Daseins sich in dir entfalten, während du in das Verständnis deines Erzengels hineinwächst. Erwarte die subtilen, tiefgreifenden Wege zu bemerken, wie sie in deinem Leben wirken. Dieses Verständnis eröffnet eine tiefere, reichere Lebenserfahrung, erfüllt von Synchronizitäten, göttlicher Führung und persönlichem Wachstum. Ich wünsche dir sehr viel Freude mit deinem Erzengel, und wenn du weiterhin wichtige Botschaften von uns erhalten möchtest, dann darfst du unseren Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn dann wirst du sofort von YouTube erinnert, wenn wieder ein schöner Podcast herauskommt. Und so sende ich dir das Licht der Liebe und verabschiede mich von dir, deine Monika Nerianer.